Herzlich willkommen zu unserem Webinar Die Revolution im Recruiting Next Generation ATS Suite von SS First in Kooperation mit Smart Recruiters. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um an unserem Webinar teilzunehmen. Das Webinar ist in zwei Sessions aufgeteilt und umfasst ca. 50 Minuten. Wir zeichnen das Webinar komplett auf und werden Ihnen im Nachgang das Webinar natürlich auch zur Verfügung stellen. Sollten zwischendurch Fragen aufkommen, können diese gerne in den Chat geschrieben werden, da alle Teilnehmer gemutet sind. Wir haben uns am Ende einen kleinen Slot freigehalten, um die Fragen zu beantworten, beziehungsweise Sie können uns auch gerne im Nachgang kontaktieren, um sich mit uns auszutauschen. Mein Name ist Denise Freischle, ich bin International Account Executive bei SS First und ich möchte heute im zweiten Teil des Webinars darüber sprechen, wie Sie die richtigen Kandidaten finden. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Dennis Böcker, arbeite für Smart Recruiters und habe heute das Vergnügen, die erste Session mit Ihnen gemeinsam zu machen und bin selbst seit über 10 Jahren im HR tätig und hatte dort insbesondere mit der Einführung von Recruiting-Lösungen die Chance, viele Erfahrungen zu sammeln und freue mich, dass wir halt heute gemeinsam die nächsten 15 bis 20 Minuten auf das Thema die Revolution im Recruiting Next Generation ATS Suite blicken werden. Und das ist natürlich immer sowas leicht gesagt. Wir wollen schon mal in die Zukunft schauen, aber gucken wir uns doch vielleicht mal an, wofür steht ATS überhaupt? Und wenn man sich so das klassische Recruiting-System anschaut, ein auch ATS genannt, ist es genau dazu gemacht. Ein Applicant-Tracking-System trackt Applicants. Und wenn man sich das überlegt, mit welchen Themen wir uns heutzutage auseinandersetzen, ist das nicht mehr zeitgemäß. Und das ist quasi auch dann der Blick, den wir machen wollen. Und zwar schauen wir uns mal die Trends und die Herausforderungen an, die uns momentan fast täglich im Recruiting begegnen. Das ist ein kleiner Auszug, mit Sicherheit mal oberflächlich Themen beschrieben, wie das ganze Thema Employer Branding. Ich denke schon seit längerem immer wieder Thema. Dann natürlich konkret auch auf das Thema Candidate Experience. Also wie stellen wir eigentlich sicher, dass der Kandidat und die Kandidaten, die wir gewinnen wollen, eigentlich die bestmögliche Erfahrung machen, sich bei uns im Unternehmen zu bewerben. Genau das Gleiche ist, wie binde ich dabei Social Media ein? Wie kann ich quasi durch Social Media auch das ganze Thema Mitarbeiterempfehlung, wie kann ich das unterstützen? Habe ich eigentlich als Unternehmen schon eine Strategie, wie ich mit dem ganzen Thema Talent Sourcing, also dem aktiven Suchen nach Kandidaten umgehen möchte? Das ist auch ein Punkt, den ich gleich nochmal aufgreifen werde. In dem Zusammenhang steht natürlich dann auch direkt das Thema Candidate Relationship Management. Also wie baue ich eigentlich genau zu entweder diesen aktiven Kandidaten, die sich bei mir bewerben, als auch zu den Kandidaten, die ich davon überzeugen möchte, dass es eine gute Idee wäre, sich bei uns zu bewerben. Wie baue ich da eine Beziehung auf? Und das Ganze natürlich auch mit neuen Technologien unterstützt. AI, glaube ich, hört man momentan in jedem Bereich, in jeder Branche. Und auch das möchte ich heute nochmal aufgreifen, wie AI aus unserer Sicht auch einen Einfluss aufs Recruiting haben wird. Und natürlich ein Thema, jetzt könnte man sagen, aus dem letzten Jahr, die neue Datenschutzverordnung sollte wahrscheinlich eine der Herausforderungen sein, die im letzten Jahr gelöst wurden. Aber wir erfahren auch heute immer noch von Unternehmen, die da noch nicht ganz compliant sind, die immer noch dabei sind, diese neuen Auflagen zu erfüllen. Und wenn wir dann mal ein bisschen konkreter in den Blick, ich sage ja, ich möchte gerne dieses Thema auch Talent Sourcing, die Suche nach den aktiven und nach den passiven Kandidaten mal aufgreifen, dann hat sich das Recruiting schon verändert. Mittlerweile kann man davon sprechen, dass die Mehrheit der Kandidaten es bevorzugt, direkt angesprochen zu werden. Ja, ich greife hier auf eine Studie der Universität Bamberg zurück, die quasi zeigt die Entwicklung und einen Trend, der ganz klar in die Richtung geht. Es sind halt häufig die Kandidaten, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie eine Wechselbereitschaft haben, die aber sehr gerne von Unternehmen aktiv darauf angesprochen werden, eine erste Beziehung aufzubauen, diese Barrieren schon mal zu senken, dass man weiß,
dass es dort draußen Unternehmen gibt, die spannende Herausforderungen für mich haben. Und wenn man da mal genauer reinschaut, dann stellt man fest, dass fast 18% der Personen, die zuletzt einen Job gewechselt haben, diesen nur aufgrund einer Direktansprache gewechselt haben und selbst gar nicht aktiv auf der Stellensuche waren, ist das schon eine ziemlich hohe Ziffer. Und noch höher wird das Ganze über ein Drittel, wenn man sich überlegt, wie viele Kandidaten haben sich eigentlich bei einem Unternehmen beworben, bei dem sie sich sonst nicht beworben hätten, einfach nur aufgrund dieser Direktansprache. Und das sind Zahlen, die man absolut im Recruiting natürlich berücksichtigen sollte. Und das macht sehr deutlich, dass es halt nicht mehr ausreicht, sich rein auf das Thema der aktiven Kandidaten zu konzentrieren. Also quasi die Kandidaten, die ihr Unternehmen vielleicht auch schon kennen, die bewusst auf der Jobsuche sind, sondern sie wollen natürlich auch ein Netzwerk aufbauen zu potenziellen Kandidaten, die sie selbst aussuchen, basierend auf den Erfahrungen und Skills, die für ihr Unternehmen passend sein können. Und jetzt kann man sich natürlich, wenn man das so sieht und sagt, okay, gut, hört sich vielleicht auch irgendwie wieder nach dem Thema Talentpools an. Talentpools ist ja mit Sicherheit nichts Neues. Jeder, sowohl mit Recruiting-System als auch ohne Recruiting-System, hat sich darüber mal Gedanken gemacht, was mache ich eigentlich mit guten Bewerbern, die ich jetzt vielleicht nicht einstellen konnte, aber wie behalte ich die denn mal im Hinterkopf, um die vielleicht für potenziell neue Positionen zu berücksichtigen. Und häufig haben wir ja damit dann das Thema, gut, jetzt haben wir da so Daten, aber wie nutzen wir die richtig? Bei einem Talentpool im klassischen Sinne ist es ja auch so, dass wir jetzt ausschließlich auf Kandidaten schauen, die sich aktiv bei Ihnen beworben haben. Nehmen wir jetzt noch den Teil an Kandidaten hinzu, die Sie selbst gesucht haben, also ein Pool von Daten, den Sie selbst aufgenommen haben, wo Sie sagen, okay, das sind natürlich potenzielle Kandidaten, denen möchte ich mal deutlich machen in der Zukunft, was sich an Stellen entwickelt, wie sich das Unternehmen entwickelt. Und jetzt könnte man sagen, okay, jetzt hat man noch mehr Daten. Und bei Talentpools war ja schon das Thema, okay, wie finde ich denn dann eigentlich die richtigen zu dem Job, den ich jetzt irgendwo auf der Welt ausgeschrieben habe? Und das ist so ein Punkt, wo natürlich uns neue Technologien bei helfen. Und da kommt es natürlich dann auch schnell zu dem Punkt AI. Also bräuchte ich jetzt vielleicht irgendetwas in einem System, was mir dabei hilft, diese passenden Kandidaten irgendwo schon zu identifizieren. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass das Thema AI das Recruiting verändern wird. Und ich habe mal fünf Kernbereiche haben wir mal rausgenommen. Natürlich alles, was so mit Aufgabenautomatisierung zu tun hat, ist ist mit Sicherheit immer ein ganz gutes Beispiel dafür, wo AI unterstützen wird. Ne? Themen Automatisierung von Interviewbuchungen, wie lade ich Leute zum Interview ein. Dann das Thema Sourcing, das hatten wir jetzt gerade so ein bisschen der Blick auf die Suche nach potenziellen Kandidaten, zukünftigen Bewerbern. Aber auch das Thema Advertising, also wie und wo vor allem schreibe ich denn so einen Job aus? Wenn ich jetzt diesen Schritt gehe und in meinem Datenbestand nichts Passendes habe oder gerne auch noch weitere externe Kandidaten dazu einladen möchte, sich zu bewerben, dann ist es natürlich auch hilfreich, hier entsprechende Empfehlungen zu bekommen, die irgendwo auf Daten basieren, die uns zeigen, welche Qualität ist zu erwarten und dergleichen. Das ganze Thema Diversity, also alles, was so im Bereich Gleichstellung ist, ist natürlich sowieso schon ein großes Thema für uns. Und da sind Punkte wie AI, ein Algorithmus, sage ich mal, im Hintergrund, den es überhaupt nicht interessiert, welche Hautfarbe man hat, welches Alter man hat, welches Geschlecht man hat, sondern wirklich danach schaut, was ist der bestmögliche Fit von den Skills, die jemand mitbringt, zu dem, was ich suche. Und natürlich klar, zuletzt dabei zu unterstützen, die Kandidaten, die ich selber in meinem Netzwerk habe, da eine Beziehung aufzubauen, die natürlich darauf beruht, dass man auch passende Informationen austauscht. Und wenn man jetzt mal überlegt, dass man sagt, im Schnitt beschäftigt sich ein Recruiter
6 Sekunden damit, sich einen Lebenslauf anzuschauen, dann wäre es natürlich schon ganz gut, wenn es eine Technologie gibt im System, die uns dabei hilft und unterstützt, natürlich eine erste Empfehlung zu bekommen, eine erste Indikation zu haben. Wo muss ich vielleicht ein bisschen tiefer reingehen? Wo möchte ich mehr Zeit verbringen, um wirklich mir genauer ein Bild von einem Kandidaten, einer Kandidatin zu machen? Und wenn wir uns das anschauen, wir haben bei uns nativ im System eine AI, die genau so etwas sicherstellt. Ja, und wenn man jetzt sich dieses Bild hier anschaut, da ist ähnlich wie gerade dieser Gedanke zu den Talentpools, kommt natürlich hier auch schnell dieser Gedanke auf, okay, ich sehe jetzt hier Score, ich sehe Matching, aha, okay, sowas gibt es doch schon, haben wir doch oder hatten wir doch schon. Und jetzt überlegen wir uns mal, wenn wir unterscheiden wollen, das klassische Matching, was vielleicht viele von Ihnen schon mal gesehen haben in einem System und wirklich eine native AI, die lernt, dann nehmen wir mal das Beispiel, haben Sie vielleicht auch noch in der Vergangenheit mal genauso versucht. Wir nehmen mal den Bewerbungsprozess und wir sagen jetzt, damit wir Daten besser vergleichen können, also ich als Recruiter möchte hinten im System dann nachher sehen, ich möchte jetzt filtern können, wie viel Berufserfahrung hat denn jemand und woher kommt der und welche Uni hat er besucht, welchen Abschluss. Und damit ich sowas filtern kann, haben wir in der Vergangenheit ja ganz häufig Bewerber dazu gezwungen, all diese Daten, die sowieso schon in einem Lebenslauf stehen, nochmals in irgendwelche Felder einzutragen. Daraus einen super langen Bewerbungsprozess gemacht, nur damit wir auf der Recruiter-Seite und der Hiring-Manager-Seite sicherstellen können, dass wir die Daten vergleichen können. Also wir haben halt ganz häufig immer diese technischen Herausforderungen und den Anspruch, den wir aus der Recruiter-Perspektive haben, zu dem Problem der Kandidaten gemacht. Dann kam der Moment, dass wir gesagt haben, okay, das geht nicht mehr. Wir können keinen halbstündigen Bewerbungsprozess machen. Also verzichten wir auf Daten, ja, und schauen wieder intensiver selber in die Dokumente. Und haben dann gesagt, okay, machen wir einen schlankeren Bewerbungsprozess. Jetzt fehlt natürlich die Vergleichbarkeit für die Recruiter. Und da kommt das Thema AI, weil eine AI, unsere AI, sagt, okay, mir ist das vom Prinzip her vollkommen egal, in welchen Feldern irgendwelche Daten stehen oder ob es jetzt Teile von einem Lebenslauf sind. Die AI lernt und macht quasi Folgendes und sagt, okay, ich fasse doch einfach mal zusammen, wie viel Berufserfahrung hat die Person? Woher, von welcher Universität kommt die? Weiß ich, aus der Erfahrung, haben wir schon mal Personen eingestellt, die von dieser Universität kommen? Gibt es vielleicht noch einen anderen Fit von den eigenen mitgebrachten Skills und der Ausschreibung, die wir im System haben? Die AI geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, okay, dann schaue ich mir doch mal die Marktdaten an. Also ich gucke nicht nur, was habe ich quasi im System und gucke so zwischen der normalen Stellenausschreibung und dem CV von dem Kandidaten, sondern wie sind Stellenausschreibungen zum Beispiel für so einen Senior UX Designer hier von anderen Unternehmen in der Branche? Passt das eigentlich? Sind das alles Themen, die ich basierend auf den Informationen, auf denen ich eine Empfehlung aussprechen kann? Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Das Ganze muss ja lernfähig sein. Das heißt, das System arbeitet hier mit Feedback. Das heißt, Sie selbst im System können sagen, okay, gut, das finde ich, ist ein guter Hinweis, ist ein guter Tipp. Damit kann ich arbeiten. Oder ich hätte mir hier etwas anderes gewünscht oder erwartet. Dann geht das quasi als Feedback per Knopfdruck direkt zurück an unsere Entwickler, die sich an dem Algorithmus genau anschauen, macht es Sinn, an der und der Stelle das Ganze noch zu verfeinern, um halt sicherzustellen, dass so der Prozess für die Kandidaten so einfach wie möglich bleibt, aber natürlich der Komfort auf der Recruiter-Seite noch so umfangreich wie nötig ist. Und wenn wir uns das halt anschauen, dann sind wir halt schon in dem Thema, was hat sich halt so stark verändert? Und das ist definitiv der Punkt, die Kandidaten, das hat sich verändert. Ja? Kandidaten haben mittlerweile Zugriff auf alles an Informationen, ja? Sei es Kununu, Glassdoor. Jeder kann sich die Bewertung anschauen, kann schauen, was haben andere Bewerber für Erfahrungen gemacht in dem Bewerbungsprozess. Als Kandidat erwarte ich mittlerweile, dass mit mir umgegangen wird wie mit einem Kunden. Ich bin nicht einer von vielen Bewerbungen, sondern ich bin halt jemand potenziell, der dieses Unternehmen weiterbringen kann. Und so möchte ich halt auch als Kunde behandelt werden. Und in dem Zusammenhang ist natürlich eine Beziehung, die man aufbauen kann, ein absolut wichtiges Kriterium, ja, um halt die Persönlichkeit auch mit da reinzubringen.
Das ist quasi die Perspektive der Kandidaten, aber genauso verändert sich natürlich auch der Blick aus der Recruiter-Hiring-Manager-Perspektive. Wie lange haben wir darüber gesprochen, herauszufinden, welche Kosten haben wir eigentlich pro Einstellung? Jetzt sagen wahrscheinlich einige von Ihnen, ja, das wissen wir schon lange. Andere überlegen vielleicht noch genau, wie man das vielleicht mit einem Klick mal herstellen kann. Wir sagen halt, okay, trotzdem, wenn wir die Kosten haben, welche Vergleichbarkeit zeigt uns das? Was bringt es uns denn zu wissen, 10.000 Euro für eine Einstellung ausgegeben zu haben für Position XY, ohne zu wissen, ist das jetzt vielleicht marktüblich, passt das eigentlich zu dem Gehalt oder passt das zu welchen Punkten auch immer? Das ist genau der Punkt, wo wir sagen, okay, das sollten wir neu betrachten. Und wir gehen her und sagen, okay, wir schauen uns tatsächlich an, prozentual, wie viel Geld haben wir ausgegeben von dem zukünftigen Jahresgehalt dieser Position, um eine gewisse Vergleichbarkeit herzustellen. Genau das Thema, ähnlich auch, time to fill. Ja? Also was sagt uns das? Genau das Gleiche mit den 10.000 Euro, die wir jetzt ausgegeben haben. Jetzt haben wir dafür 4 Monate gebraucht. Okay. Wenn wir viel Daten irgendwann im System haben, wissen wir, vielleicht waren wir gut, vielleicht nicht so. Aber ist das eigentlich auch passend zu dem, was wir uns als Ziel gesetzt haben? Ja? Wie gut sind wir, wie gut schneiden wir da ab? Und ein Bereich, den wir in der Regel komplett außen vor gelassen haben. Ja, Recruiting endet ja meistens in den Systemen mit der Einstellung. Dann geht der Kandidat, die Kandidatin ins Onboarding, anderes Thema. Jetzt ist es so, dass wir sagen wollen, okay, wir wollen natürlich mehr Informationen. Wir wollen wissen, war diese Einstellung gut? Aus beiden Perspektiven. Perspektive Vorgesetzter, Vorgesetzten von zu natürlich genauso Kandidat, Kandidatin. Und durch so eine Information, durch quasi so eine Abfrage nach 90 Tagen, haben wir natürlich mit den Daten auch wiederum die Möglichkeit, viel qualifizierter im System Empfehlungen zu geben, wo eine Ausschreibung vielleicht sinnvoll ist oder vielleicht auch welche Anforderungen so eine Stelle in der Formulierung haben sollte. Das sind Punkte, die aus unserer Sicht, wenn man diese beiden Seiten betrachtet, das ist unser Rezept, um wirklich erfolgreich einzustellen, Hiring Success. Ja, wir haben einmal die Welt der Kandidaten, die sich verändert hat. Wir haben genauso die Welt der Recruiter, Hiring Manager, die sich auch weiterhin verändern wird. Und wenn wir erfolgreich einstellen können, dann haben wir auch einen Business-Erfolg. Ja, das ist für uns dieses Rezept dafür. Und da sehen wir als unsere Aufgabe, Talente mit dem Business zu verbinden. Das machen wir jetzt seit knapp 10 Jahren, haben gut 4.000 Kunden in über 100 Ländern weltweit. Neben solchen Themen, dass wir natürlich rund um die Uhr Support dafür anbieten, haben wir eine sehr hohe Kundenzufriedenheit und auch was das Produkt ankennt. Vielleicht kennen einige von Ihnen das Thema NPS. Also wie messen wir eigentlich, wie zufrieden Benutzer mit einem Produkt sind. Da haben wir eine Plus 29. Da kann ich gerne mal, wenn Sie dazu Fragen haben, auch im Nachgang nochmal erklären, wie das Ganze bemessen wird und auch welche Vergleichbarkeit das Ganze hat. Und wir sind überall auf der Welt aufgestellt. Ich jetzt hier gerade aus dem Ruhrgebiet, also eher näher Düsseldorf. Wollen die Rheinländer jetzt wahrscheinlich nicht hören, aber und das wissen halt quasi auch unsere Kunden, dass das unser Rezept ist. Und deswegen, um mal ein Beispiel rauszugreifen, Visa sitzt in San Francisco vom Headquarter und stand halt vor der Herausforderung, dass natürlich die Talente an Bord, man muss sich hier messen mit all den anderen Tech-Companies und großen Namen, die man so kennt in der Region, Google, Apple, Facebook und so weiter. Und das große Thema, was Visa hatte, sagte, wir sind halt irgendwie nicht in der Lage, auch unseren Mitarbeitern, also den Internen, deutlich zu machen, welche Möglichkeiten es gibt. Und das haben wir gemeinsam mit Visa im Projekt sichergestellt, dass wir dort eine Transparenz schaffen und eine gewisse Attraktivität natürlich für die Internen, dass wir so die internen Einstellungen um 30% steigern konnten. Also diese Abwanderung in der Regel würde ich sagen verhindern und eher die Entwicklung im eigenen Unternehmen fördern. Und genauso haben wir in diesem Verlauf halt sichergestellt, dass die Art, wie wir mit Kandidaten kommunizieren, um das Dreifache, jetzt kann man sagen, mehr geworden ist. Das ist immer so die Frage, ist es gut oder nicht so gut? Aber das hängt halt auch mit dem Aufbau einer Beziehung zu tun. Also hier geht es nicht nur darum, eine Eingangsbestätigung, Einladung zum Interview und eine Absage zu schicken, sondern hier über entsprechende Zwischenstände zu informieren.
Und natürlich klar, ein Punkt, das Ganze muss natürlich super schlank und schnell gehen. Deswegen haben wir die Zeit, sich zu bewerben, konnten wir um die Hälfte reduzieren. Und das geht von der Technologie her, wenn man sich das Ganze anschaut, mit Teil unserer Strategie zu sagen, wir haben eine offene Plattform, ein Open Ecosystem. Vom Prinzip her kann man sich das so vorstellen, wenn wir mal oben links in dem Bereich Hire anfangen, dann haben wir dadurch die Möglichkeit, uns sehr, sehr nahtlos in ihre bestehende Landschaft zu integrieren. Das heißt, solche Themen wie, wenn Sie ein Stammdatensystem haben und sagen, ich habe hier eine vakante Position, dass die quasi übertragen wird ins Recruiting, dass sie genauso, wenn Sie jetzt jemanden besetzen oder eine Person einstellen, dass diese eingestellte Person auch wieder zurück ins Stammdatensystem geht. Das sind halt Themen, wo wir eigentlich mit all den gängigen Anbietern, die man so kennt und wahrscheinlich noch weitaus mehr, bestehende Integration haben. Und wenn wir uns dann den Bereich anschauen, wo es wirklich ums Recruiting geht, also genau dieser Punkt, wie gehen Sie mit Mitarbeiterempfehlungen um, auf welchen Jobboards möchten Sie eigentlich publizieren, arbeiten Sie mit Agenturen zusammen, das sind alles Themen, da haben wir sehr, sehr, sehr viele Anbieter bereits integriert. Und das hat immer so den Vorteil, dass Sie dadurch, dass die alle schon integriert sind, natürlich entweder Ihre bestehenden Verträge hinterlegen, oder vielleicht auch einfach mal was komplett Neues versuchen, weil Sie sagen, okay, gut, die Qualität von den bestehenden waren Sie vielleicht beim letzten Mal nicht mit zufrieden und möchten was Neues mit dazu nehmen, vielleicht eine Empfehlung. Dann können Sie das auch hier ganz einfach, ohne dass hier technologisches notwendig ist, nochmal eine neue Schnittstelle oder dergleichen zu bauen, auch einfach einmalig mal probieren. Und wenn wir uns dann den Prozess anschauen, also der Moment, wenn dann wirklich Bewerber eingehen, dann gibt es natürlich sehr, sehr viele spannende Themen neben Videointerviewungen und dergleichen. Haben wir auch, wie wir heute, wie Denise hat es gerade gesagt, der zweite Teil des heutigen Webinars von SS First zum Thema Assessment, auch einer unserer Partner. Und da freue ich mich quasi an dieser Stelle an Denise zu übergeben. Und wie gesagt, bei Fragen und dergleichen am Ende der zweiten Session. Super, vielen Dank, Dennis. Ich würde dann hier an dieser Stelle direkt übernehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Sie schon über SS First wissen. Deshalb möchte ich Ihnen vorab erstmal einen kurzen Überblick über unser Unternehmen geben. Das heißt, SS First wurde 2002 gegründet. Damals haben wir uns aber lediglich auf psychometrische Tests und persönliche Assessments angeboten. Im Jahr 2012 haben wir uns dann auf das prädiktive Recruiting spezialisiert. Also wie ich gesagt habe, haben wir uns im Jahr 2012 dann auf das prädiktive Recruiting spezialisiert. Was ist das überhaupt? Prädiktives Recruiting bedeutet, dass Sie durch unser Assessment erfahren, wie gut ein Bewerber oder auch ein Mitarbeiter auf einer bestimmten Stelle performen wird. Und wir können hierbei auch Ihr ganz spezifisches Unternehmensumfeld berücksichtigen. Und zwar ermitteln wir das Erfolgspotenzial des Kandidaten, indem wir die Soft Skills bewerten. Wir bei SS First haben nämlich bemerkt, dass es nicht mehr ausreicht, nur noch auf Basis des CVs einzustellen und möchten deswegen die Persönlichkeit des Kandidaten in den Fokus des Recruiting-Prozesses rücken. Eine Studie hat kürzlich gezeigt, dass 17% aller neu eingestellten Mitarbeiter die Firma innerhalb von 6 Monaten verlassen. 36% der Mitarbeiter verlassen die Firma bereits nach 12 Monaten und ganze 46% nach 18 Monaten. Es kann natürlich sein, dass Sie in Ihrem Unternehmen bessere oder auch schlechtere Zahlen aufweisen, aber dennoch ziehen wir natürlich alle darauf ab, diese Zahlen zu verbessern. In 90% aller Fälle verlassen die Mitarbeiter des Unternehmens nicht aufgrund fehlender Hard Skills, sondern es fehlt ihnen etwas im Job. Beispielsweise möchte die Firma zum Beispiel, dass der Kandidat etwas anderes macht, als er eigentlich machen möchte. Oder es fehlt ihm eventuell, fühlt er sich einfach nicht wohl im Team oder die Zusammenarbeit mit dem Manager klappt zum Beispiel nicht. Auf dem herkömmlichen Weg, also in Form von einem normalen Bewerbungsgespräch, kann der Kandidat die Informationen eigentlich sorgfältig auswählen, die er in einem Interview preisgibt. Es ist daher unwahrscheinlich, dass Sie im Gespräch erfahren, was jemand denn tatsächlich motiviert. Das heißt, die Kandidaten werden ihre Antworten eher auf die Position anpassen, auf das, was der Recruiter vermutlich hören möchte. Und daher ist es oft schwierig, die wirkliche Persönlichkeit des Kandidaten im Gespräch zu erkennen.
Schauen wir uns zunächst mal diese Grafik an. Bei dieser Grafik sehen wir die Leistung eines Teams in Relation zur Zufriedenheit im Job. Ich bin mir sicher, dass Sie diese Aufstellung wahrscheinlich auch aus Ihren eigenen Teams ein bisschen kennen. Beginnen wir aber trotzdem mal mit dem linken oberen Teil. Das heißt, wir sehen hier die Mitarbeiter, die zwar eine sehr gute Arbeit leisten, aber einfach nicht glücklich in ihrem Job sind. Das heißt, es kann zum Beispiel daher kommen, dass der Mitarbeiter bereits lange Zeit auf der Position tätig ist und auch kompetent ist, ihm aber einfach die Motivation im Berufsalltag fehlt, sodass er beispielsweise gelangweilt ist. Schauen wir uns nun mal den linken unteren Bereich an. Da sehen wir die Mitarbeiter, die zum einen nicht gut performen und zum anderen auch unglücklich in ihrer Position sind. Möglicherweise passen diese Mitarbeiter einfach nicht zur Unternehmenskultur oder haben zum Beispiel bereits innerlich gekündigt. Im rechten unteren Viertel hingegen erkennen wir Mitarbeiter, die zwar eigentlich zufrieden auf ihrer aktuellen Position sind, aber trotzdem keine gute Leistung erbringen. Und das kann dann beispielsweise daran liegen, dass die Mitarbeiter neu in der Firma sind, es ihnen noch an Kompetenz zum Beispiel mangelt und sie vielleicht noch nicht komplett angelernt sind. Und zu guter Letzt haben wir oben rechts hier diese Kandidaten, auf die wir uns letztendlich konzentrieren möchten. Das sind nämlich die Stars in Ihrer Firma. Sie weisen sowohl eine hohe Motivation auf und leisten auch hervorragende Arbeit. Und das sind die Mitarbeiter, die am unwahrscheinlichsten in ihrem Unternehmen kündigen werden. Und genau hierfür haben wir Assessments entwickelt, um letztendlich auch das Potenzial von einem Kandidaten bewerten zu können. Sprich, wir wollen wirklich die Mitarbeiter finden, die das Potenzial mitbringen, um im Job zufrieden zu sein und gleichzeitig auch eine gute Leistung zu erbringen. Das heißt, wir haben hier das erste Assessment, das ist unser Brain Assessment, das bewertet letztendlich die Fähigkeiten eines Kandidaten und wir schauen, ob er die intellektuellen Kompetenzen mitbringt, um im Job erfolgreich zu sein. Das zweite Assessment kümmert sich um die Motivation des Kandidaten für eine Stelle. Also das heißt beispielsweise, welche Aufgaben jemand übernehmen möchte, ob er zur Unternehmenskultur oder zum Beispiel in ein bestimmtes Team oder zu einem Manager passen würde. Und im dritten und letzten Assessment schauen wir uns die Persönlichkeit des Kandidaten an und sehen zum Beispiel, wie er sich im Berufsalltag oder in Stresssituationen verhalten würde, aber auch wie er in Kommunikation mit zum Beispiel Kunden und Kollegen trifft. Und zusammengefasst nennen wir diese Assessments Brain, Drive und Shape. Das heißt, wir erkennen eigentlich, warum es so wichtig ist, die Soft Skills des Kandidaten zu ermitteln. Wir suchen natürlich die Kandidaten, die natürlichen Talente im Job mitbringen. Das heißt, wir suchen wirklich die Kandidaten, die natürlichen Stärken im Job einbringen können, wodurch sie natürlich nicht nur glücklicher auf der Position selber sind, sondern auch deutlich besser performen und dadurch natürlich auch länger im Unternehmen bleiben, was langfristig die Fluktuation reduziert. Schauen wir uns hier mal an, welche Soft Skills wir dem Kandidaten anbieten. Es ist vorab natürlich besonders wichtig, wenn Sie eine Stelle veröffentlichen, dass Sie erstmal wissen, wonach Sie genau suchen. Sprich, welche Soft Skills Ihnen für eine Stelle besonders wichtig sind. Das heißt, wir bei SS First bewerten 20 Persönlichkeitsmerkmale, wobei Sie individuell festlegen können, auf welche Eigenschaften Sie in Ihrem Unternehmen besonders achten müssen. Aber die Art von Soft Skills, auf die wir uns wirklich konzentrieren und die auch als besonders wichtig erachtet werden, variieren natürlich je nach Position, der Managementfunktion zum Beispiel oder auch nach der Unternehmenskultur. Das sind eben die Variablen, auf die wir uns konzentrieren. Aber die Frage ist natürlich auch, warum sollen wir nicht jeden Soft Skill für einen Job bestimmen? Und die Antwort lautet, weil eben nicht alle Eigenschaften für den Erfolg auf einer bestimmten Position relevant sind. Wenn Sie nämlich alle unsere 20 Merkmale messen würden und all diese zentralen Persönlichkeitsmerkmale letztendlich definieren würden, dann hätten Sie eben wenig Diversity in Ihrem Kandidatenpool. Deswegen empfehlen wir eben maximal 8 oder bis 10 Persönlichkeitsmerkmale für eine Stelle zu definieren. Und die gesuchten Eigenschaften kennzeichnen, wie wir hier sehen, in grün und die unerwünschten Eigenschaften stellen wir hier Ihnen nochmal in rot dar. Genau. Ich habe Ihnen jetzt
gezeigt, warum es eben wichtig ist, die Soft Skills der Kandidaten im Recruiting zu berücksichtigen, und möchte, dass wir uns nun mal im Detail anschauen, wie wir denn letztendlich das Erfolgspotenzial von einem Kandidaten bestimmen. Und zwar haben wir dafür drei verschiedene Möglichkeiten. Wir stellen Ihnen einmal Benchmark-Modelle zur Verfügung. Sie sehen hier schon eine Auswahl dieser Benchmark-Modelle. Es gibt insgesamt 400 Benchmark-Modelle, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. Die sind so entstanden, dass inzwischen schon mehr als 5 Millionen Personen unser Assessment aus verschiedensten Branchen, Unternehmen und aus verschiedensten Jobs natürlich absolviert haben. Wir haben daraus die wichtigsten Eigenschaften eines Kandidaten extrahiert und darauf aufbauend eben diese Benchmark-Modelle erstellt, die Sie hier sehen können. Da ist es natürlich so, dass diese Benchmark-Modelle jetzt allgemein gehalten werden und noch nicht auf eine spezifische Position in Ihrem Unternehmen zugeschnitten sind. Und dafür haben wir es hier erstellt, dass Sie Ihr eigenes Modell erstellen können, indem Sie Ihre eigenen Kriterien auswählen. Das läuft so ab, dass Sie einfach diese Benchmark-Modelle komplett individualisieren können, dass Sie Freiheit haben, die nötigen Soft Skills für eine Stelle und für Ihre Unternehmenskultur auszuwählen. Wir sehen hier zum Beispiel Leadership, das wir auch vorher schon kurz in diesem Profil gesehen haben, die Sie auswählen können. Gleiches gilt zum Beispiel auch für die Berücksichtigung von anderen, indem Sie zum Beispiel aussuchen können, ob der Kandidat lieber allein entscheidet, inwiefern er auf eine Kritik reagiert. Genau. Und auch hier haben Sie die Möglichkeit, Kreativität und Adaptivität bzw. Gründlichkeit in der Arbeit auszuwählen. Als nächstes betrachten wir hier mal die Motivatoren, die für eine Stelle relevant sein können. Und legen hier auch fest, zum Beispiel, was den Kandidaten denn letztendlich im Berufsalltag motivieren sollte. Und hier ist die dritte Möglichkeit, also die Ergebnisse des Brain Assessment, die Sie eben auch anpassen können. Das heißt, Sie können wirklich die intellektuellen Fähigkeiten bestimmen, die der Kandidat mitbringen soll. In diesem Fall hier ist es aufs Expertenniveau zugeschnitten. Die dritte und letzte Möglichkeit, wie Sie ein eigenes Modell erstellen können, ist, indem Sie unsere Algorithmen nutzen. Wir können hier, können Sie einfach Mitarbeiter von dem Team auswählen und die Assessment absolvieren lassen. Die Ergebnisse werden letztendlich in unser System geladen. Sie können das System kalibrieren und das Modell akkurat gestalten, sodass Sie auch die tägliche Performance der Mitarbeiter angeben können. Das heißt, Sie können hier in unserem Tool einfach den Unterschied zwischen High- und Low-Performern bestimmen, sodass dann letztendlich ein Modell binnen Sekunden erstellt wird und Sie dann letztendlich auf den gewünschten Soft Skills Ihrer High-Performer ein Modell erstellen können. Wir zeigen Ihnen hier eben auch die einzelnen Motivatoren einzeln auf, die wir als wichtig für ein High-Performer-Profil in Ihren Unternehmen für diese bestimmte Stelle erachten und die wir bereits bei den Leistungsträgern in Ihrem Unternehmen erkannt haben. Und daneben definieren wir eben zusätzlich auch die Merkmale der mentalen Agilität, die für diese Stelle eben erforderlich wäre. Haben Sie erstmal ein prädiktives Modell festgelegt, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, eine Recruiting-Kampagne in Bezug zu diesem Modell zu kreieren, um sich letztendlich auch einen Überblick über die eingehenden Bewerbungen zu verschaffen. Stellen wir Ihnen hier einen Link zur Verfügung, den Sie eben auch zum Beispiel in Stellenausschreibung einfügen können. Und sobald ein Kandidat die Assessment abgeschlossen hat, erscheint der Name und das Scoring auf dieser Seite hier. So sehen Sie eben die allgemeine Wahrscheinlichkeit, mit der der Kandidat Erfolg auf der Position haben wird. Hier zeigen wir zum Beispiel auch noch die einzelnen Scorings auf mit den Ergebnissen, die der Kandidat im Assessment erzielt hat. Hier sehen wir zum Beispiel, dass der Kandidat im Drive Assessment ein recht niedriges Scoring erzielt hat, was letztendlich dazu führen würde, dass der Kandidat auf Dauer frustriert auf der Position sein würde. Und daher würden wir diesen Kandidaten zum Beispiel nicht weiter berücksichtigen.
Wählen wir jemanden aus, dann sehen wir hier zum Beispiel, dass die Kandidatin Emmanuel mit einer 79-prozentigen Wahrscheinlichkeit Erfolg auf der Stelle als Programmatic Sales Manager haben würde. Im nächsten Schritt können wir hier vergleichen, welche Soft Skills eben für eine Stelle wichtig sind. Das haben wir vorher eben auch schon gesehen. Was hier ungefähr so aussieht wie ein Spinnennetz, ist das aktuelle Scoring des Kandidaten. Das heißt, wir können hier erkennen, dass die Emmanuel zum Beispiel gern Einfluss auf andere nimmt, mehr Einsatz als gefordert zeigt, was eben Eigenschaften sind, die für diese Stelle als positiv erachtet werden. Außerdem zeigen wir Ihnen auf, welche Motivationsgründe jetzt hier bei der Kandidatin vorhanden sind, die auch für die Stelle wichtig sind, und zeigen Ihnen hier auch noch weitere Motivationsgründe auf, die davon unabhängig sind, aber trotzdem dazu beitragen, dass die Kandidatin motiviert im Berufsalltag bleibt. We make it awesome. Das heißt, es gibt heutzutage eigentlich kaum einen Job, in dem es nicht notwendig ist, mit anderen zusammenzuarbeiten. Daher können Sie mit As First eben auch die Soft Skills zweier Kandidaten direkt miteinander vergleichen. Wir können Ihnen auf Basis dessen voraussagen, wie gut die Kandidaten miteinander arbeiten können und ob es letztendlich ein Match geben wird. Wir können Ihnen hier auch zeigen, zum Beispiel, wie gut Kandidaten miteinander zusammenarbeiten, basierend, ob es sich ähnliche Profile sind oder ob es sich um ergänzende Profile zum Beispiel handelt. Außerdem ist es auch sehr interessant zu sehen, in welchen Bereichen die Kandidaten denn gut zusammenarbeiten können. In dem Fall sehen wir hier, dass die beiden eine ähnliche Art haben, miteinander zu interagieren. Das heißt, in diesem Bereich können Sie sehr harmonisch zusammenarbeiten, aber im Gegenzug ist natürlich auch wichtig zu sehen, in welchen Bereichen denn potenzielle Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit auftauchen könnten. Deswegen ist es wichtig, den Kandidaten vorher auch die Unterschiede bewusst zu machen, sodass sie, die Zusammenarbeit dann auch in diesen Bereichen bestmöglich klappt. Dann, we make it empowering. Das heißt, ein weiteres tolles Feature an As is First ist, dass der Kandidat eben unmittelbar Feedback zu den Assessment, Shape, Drive und Brain bekommt. Das heißt, wir liefern dem Kandidaten eine Zusammenfassung zu den einzelnen Assessment. So lernt der Kandidat etwas über sich selbst, wo er im Moment steht, wo er sich zum Beispiel auch hinentwickeln möchte, und bekommt hier natürlich sehr nützliches Feedback. Wir zeigen dem Kandidaten zum Beispiel hier erstmal die Verhaltensweisen, die der Kandidat zum Beispiel bevorzugt. Wir sehen zum Beispiel, dass Emmanuel besonders entschlossen und willensstark auftritt. Daneben erhalten Sie aber auch Informationen zum Beispiel zu den Stärken mit anderen, wie Sie hier sehen, wie der Kandidat arbeitet und welche Art der Kandidat hat, mit Gefühlen umzugehen. Daneben stellen wir hier auch in Form von Hashtags unsere Talent-Tags zur Verfügung, um die Talente des Kandidaten nochmal herauszustellen und zeigen ihm eben auch hier direkt nochmal auf, wo es denn, wo der Kandidat noch Entwicklungsbedarf hat. Wichtig ist hier natürlich auch nochmal die einzelnen Motivationen herauszustellen, sodass der Kandidat auch genau weiß, was ihn im Berufsalltag motivieren und ihn langfristig demotivieren würde. Wir haben hier auch nochmal eine kurze Übersicht über die Tätigkeiten, die der Kandidat unbedingt ausführen sollte, damit er sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Gleiches gilt hier zum Beispiel auch für das Arbeitsumfeld und den Führungsstil und die Arbeitskultur, in der sich der Kandidat entfaltet und die er letztendlich präferiert. Hier sehen Sie noch kurz die Zusammenfassung des Brain Assessments, das heißt einfach, welche Art zum Beispiel, welche Tätigkeiten der Kandidat bevorzugt, welchen Komplexitätsgrad, welche Entscheidungsfindung der Kandidat hat und welchen Lernstil. Genau, um zum Abschluss zu kommen, As is First hat inzwischen schon über 3.500 Kunden. Wir sind in mehr als 30 Ländern vertreten und haben insgesamt schon über mehr als 5 Millionen Prognosen absolviert.
Genau, das heißt, wir haben gesehen, dass kurz noch Fragen aufgekommen sind. Wir aufgrund der mangelnden Zeit, wir sind schon ein bisschen über der Zeit, können wir jetzt nicht mehr so viele beantworten. Das heißt, Sie können sich im Nachgang noch gern per E-Mail oder einfach telefonisch an uns wenden. Wir würden die Fragen dann natürlich sehr gern beantworten. Ich würde jetzt nur noch kurz auf eine Frage hier eingehen, die mir gestellt wurde. Und zwar hat ein Kandidat gefragt, wie lange die einzelnen Tests denn dauern, ist natürlich eine wichtige Frage. Das heißt, jeder dieser Tests dauert 10 Minuten, also Shape und Drive dauern 10 Minuten, wobei wir letztendlich beim Brain, also der Test, der die intellektuellen Fähigkeiten des Kandidaten misst, mit 15 Minuten leicht drüber sind. Das heißt, im Schnitt muss der Kandidat ungefähr 35 Minuten für die Tests aufwenden. Genau. Jetzt sind beim Dennis vielleicht noch Fragen eingegangen. Hier habe ich jetzt gerade, also ich würde gerne allen anbieten, wie du das auch schon gesagt hast. Es gibt hier Fragen, ich denke, das sind sehr spezifische Fragen und damit gerne im Einzelgespräch, kommen Sie gerne auf mich zu, per E-Mail, Telefon, Social Media, eigentlich alle Kontaktwege, die man sich vorstellen kann. Und dann können wir gerne dazu schreiben, telefonieren, was Ihnen passt. Und können genau diese Punkte mal aufgreifen. Und dann teile ich auch gerne die Details dazu. Super. Perfekt. Dann möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Teilnahme bedanken. Und wie gesagt, falls Sie mit uns in Kontakt treten möchten, können Sie das jederzeit machen. Wir freuen uns dann, von Ihnen zu hören. Vielen Dank und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Danke zusammen. Ciao.